Au. Okay, mein Plan war gewesen, ich bleib da auf der Druckplatte stehen. Und wenn dann die Kugel auf der anderen Druckplatte steht, hält sie irgendwie an. Aber das klappte nicht wirklich. Tür da unten öffnet und schließt sich. Ah. Wieder Kisten, die man nicht aufmachen kann, aber eine richtige Kiste. Was hast du? Ein Heiltrank. Ne, den benutzen wir nicht. Ein Trank der Stärke. Ist der auch wieder für 5 Minuten? Ah. Ja, nee, sowas mag ich nicht. Temporäre Sachen sind immer witzlos. Erstens vergesse ich sie meistens zu benutzen. Und zweitens ist ein Punkt Stärke nicht so viel. Außer wir müssen jetzt irgendwann mal 2 Säcke voll Steine tragen statt einem. Ist da hinten irgendwas? Obwohl, wir können nur einmal kurz durchflitzen. Und selbst wenn, kriegen wir kurz den Stein ab, aber das überleben wir ja. Ups. Gut, da ist auch nichts. Was ist denn da hinten? Also es war nur eine Säule. Gut, also haben wir jetzt die Wahl. Wir können da hochgehen oder da hochgehen. Und sonst haben wir auf dieser Ebene alles soweit. Ne, da geht's noch weiter. Also hier durch, dann dadurch, dann darum. Du bist irgendwo links. Okay. Sind Mehr da nicht vor mir. Stacheln, mehr Mit Wachen. Feiglingen habe ich kein Mitleid. Wachen, die weglaufen. Ah, für so einen ersten Dungeon hat das ganz schön in sich, das Ding. Ich meine, wir hätten zwar ganz einfach gleich rauslaufen können, aber das wäre wahrscheinlich ein Riesenfehler gewesen. Weil wir sammeln hier ganz nette Sachen hier ein, die wir sonst übersehen hätten. Noch eine Eisenfausttür. Und den nehmen wir mal gleich. Letzter Schlüssel. Hoffentlich kommt jetzt nicht noch irgendwo ein Schloss, weil den einen Schlüssel hätten wir gar nicht benutzen müssen, den hier. Wir hätten ja einfach immer außen rumlaufen können. Eine Streitaxt. Ein D8. Nö, die wollen wir nicht. Also wollen wir nicht benutzen. Eventuell ja später verkaufen. So, jetzt müssten wir aber uns entscheiden, wo wir hochgehen. Dann gehen wir mal durch die Stacheln und durch das Feuer und dann da oben die Treppe hoch. Oh, die Stacheln waren gar nicht notwendig gewesen. Na gut. So, hier. Einmal rum. Müsste hier eigentlich gleich die Treppe kommen. Ah, schön, schön. Ha, und vielleicht ist auch dieser Passerfall hier oben. Ist das alles? Weil der sucht hier immer noch den Lord Griffin. Und er wollte sich zu ihm durchkämpfen. Das heißt, entweder kommt er von außerhalb der Burg rein, weil er irgendwo anders stationiert ist. Oder Passerfall ist einer von den Wachen von Lord Griffin gewesen. Und er kämpft sich gerade von wo auch immer er war, runter in den Kerker? Nee, ist auch unwahrscheinlich. WTF? Nehmen wir unseren Beutel mit Ste. Und wir haben die Steine liegen lassen. Na gut. Kleinen Kümmelsteine können wir eigentlich knicken. Na gut, wir haben jede Menge Waffen, die wir nicht brauchen. Aber es ist trotzdem nervig, so viel Kleinkram darauf zu legen. Ja, der nimmt echt nur 3 Steine, nichts anderes. Ich meine, jeder Gegenstand hat ein Gewicht, das hätten sie ruhig besser lösen können.
Schild. Nee. Toll. Das heißt, wir müssen jetzt zurücklaufen, um das Ding zu holen. Oder wir benutzen den Stein Zauber. Aber ich denke mal, den werden wir irgendwo anders benötigen. Na gut, alles einsacken. Wie weit weg ist der Raum mit den ganzen Steinen? Oh, wir sind gar nicht im anderen Geschoss. Komisch. Na gut, also wir müssen einfach nur darum, darum und dahin zurück. Na gut, dann mache ich jetzt mal kurz. Aber das mache ich off-camera, denke ich. Bis gleich. So, wir sind jetzt wieder hier oben bei den zwei Druckplatten. Ich habe die Steine eingesammelt und dann schön brav 15 Minuten lang die Füße stillgehalten, damit wir ein bisschen regenerieren konnten. So, also wir brauchen jetzt ganz viele Steine. Ich habe auch noch die ganzen Waffen und Heiltränke alle mit in den Rucksack reingepackt, damit es in den Sack reingepackt, damit es im Rucksack ein bisschen organisierter aussieht. Oh, da sind jetzt schon 3 Steine drauf. 4. 5. Ich ahne Schlimmes. Nein, nicht die Armbrust. 7. 8. Na gut, also da werden keine Steine reichen. Wie sieht es mit der anderen Druckplatte aus? Ach, hier kam gleich... Ja, da kam gleich was angeflogen. Na gut, den werden wir schlucken müssen. Also wir gehen jetzt rauf und versuchen dann auf die andere Platte was raufzulegen. Honk. Gucken, ob da jetzt die 3 Steine ausreichen. Nein. 4 auch nicht. Ha. Na gut, dann gehen wir einfach mal durch. Und ich verspreche dir einen. Ja. Das ist einfach nur dazu da, dass man Schaden bekommt. Und das hat gut funktioniert. Zittere nicht vor mir. Mit Feiglingen habe ich kein Dich Mitleid. Auch noch, komm her. Oh, wir haben schon den Beutel in der Hand. Alle Steinchen da rein. Und einen Heiltrank nehmen wir auch gleich. So. Du gib uns bitte einen Heiltrank zurück. Denn wenn wir jetzt im ersten Dungeon schon so viele Heiltränke verbrauchen, dann will ich nicht wissen, wie es außerhalb aussieht. So, und da haben wir den Heiltrank. Noch so eine Eisenfaustfigur. Hm. Okay, ganz schnell. Das hätte wehtun können. So, also hier oben ist nichts. Dann gehen wir jetzt mal hier rum, runter und zu dem anderen Hochgang. Ah, stimmt, wenn das eine Burg ist, dann sind wir gerade im einen der Türme. Und da Burgen ja normalerweise auf Symmetrie stehen, müsste auf der anderen Seite dann der andere Turm sein. Und mit etwas Glück Lord Griffins Zimmer. Denn sonst wüssten wir nicht wirklich, wo das noch sein könnte. Und eins von den normalen Kämmerchen, die wir bisher gefunden haben, wird es wohl nicht gewesen sein. Das wäre ganz schön albern. So. Einfach immer geradeaus bei einer Kreuzung rechts rum. Ah, ja, da war ein Stein. Da ist jetzt die Kreuzung rechts rum. Da war die nächste Falle. Und wir sind falsch gelaufen. Aber das Ressourcenmanagement scheint hier echt ein Knackpunkt zu sein. Weil die Heiltränke und Mana-Tränke machen ja auch ein W10 Lebenspunkte und Mana. Wenn man einen schlechten Wurf hat, hat man echt Pech. Und die sind ziemlich begrenzt. Dann gehen wir mal kurz zum Altar. Benutzen so ein Fleischding. Ah, genau, genau das meine ich. Das waren jetzt gerade vielleicht mal 5-6 Lebenspunkte. Ja, gut, dass wir einen zweiten Punkt in Magie gesetzt haben, damit wir uns wenigstens selber heilen können. Wo laufe ich eigentlich? Ah ja.
So, Druckplatten, die nichts machen. Du bist eine Falle, oder? Na gut, wir haben auch Steine. Aber du lässt dich wieder nicht drücken, ja? Oh, doch. Okay, jetzt sind beide gedrückt. Trotzdem geht die Tür nicht auf. Und hier oben ist sonst nichts. Das ist jetzt irritierend. Na gut, wir hatten schon einmal, dass die gedrückt war, aber die nicht. Vielleicht muss ja die gedrückt sein, aber die nicht. Nehmen wir den mal weg. Nö. Jetzt hat gerade Klack gemacht. Das war komisch. Na gut. Ergib dich. Offen ist offen. Das hinterfragen wir einfach mal nicht. Na komm, wir wollen zu Lord Griffins Raum. Oder einen Passerei finden. Das ist doch kein richtiger Kampf. Wir haben schon wieder einen Beutel voll Steine in der Hand. Ja, das Schild ist doch nicht so praktisch, wie ich zuerst gedacht habe. Vergisst man viel zu häufig. So. Eine Kiste ist gut. Gewaltige Reparatur durch unsichtbare Handwerker. Durch gewaltige Reparatur durch unsichtbare Handwerker können zerstörte Bauwerke wie beispielsweise Brücken und Monumente repariert werden. Beschränkt sich auf von Menschen errichtete Bauwerke. Ha, das... Oh, ich wollte es gerade benutzen, weil wir haben es wohl automatisch benutzt. Ja, wir haben einen neuen Zauberspruch. Das ist ja mal cool. Weil auf der Karte, als wir draußen waren, hat man ja gesehen, dass der Weg zu der dunklen Laterne für uns nicht begehbar war, weil die Brücke eingestürzt ist. Aber jetzt können wir die Brücke einfach reparieren. Das heißt, wir hätten so oder so das ganze Schloss durchwühlen müssen, um an den Zauber ranzukommen, sonst wären wir da nicht weitergekommen. Also war die ganze Mühe jetzt gar nicht eine Bonusmühe, die ich mir so gedacht habe, damit unser Held ein bisschen stärker wird, sondern das hätten wir eh machen müssen. Das ist irgendwie frustrierend. Da dachte ich, kriege ich einen guten Start, weil ich hier alles mitmache. Das sieht wie eine Art Thron aus. Ja. Ach, dann wird das wohl Lord Griffins Raum sein. Und nicht Zimmer. Gut, wozu warst du jetzt da? Tisch versperrt den Weg. Ja, schön. Machen wir die Tür mal zu. Und legen einfach alles drauf. Bestimmt ein Thron. Aber... Na komm, 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 komm. Egal, schauen wir uns erstmal die andere Seite an. Ach, da war die Truhe. Oder wir gehen einfach die andere Ecke lang, wo die zwei Truhen auf uns warten. Ja, Amulett der Beweglichkeit. Okay. Das ist doch schon mal schön. Und erhöhte magische Macht. Aber das wird wieder nur temporär sein, ne? Nein, dauerhaft 10d10 Magiepunkte mehr. Schön. Wir haben jetzt 200. Und wir haben 51 bekommen. Das ist doch ein guter Durchschnitt. Also von 1 bis 100 ist das genau der Durchschnitt. Und eine Säulenfigur. Zaubert brüllende Säule. Unkontrollierte Blitzschläge. Unkontrolliert ist schon mal nicht gut. Noch eine Goldmünze. Jetzt haben wir schon 2 Goldmünzen. Und das war's. Aber das ist der geheime Raum. Oder war der Korridor schon vorher da? Na gut, speichern wir erstmal ab. LP 004.